Ja, ist einfach alles sehr künstlich, komplett nur für Touristen ausgelegt. Uns persönlich gefällt es jetzt nicht so gut dadurch, weil die Atmosphäre einfach sehr gekünstelt ist. Morgen von den Lofoten. Wir hatten gestern einen schönen Stellplatz oberhalb von Unstadt, aber wir hatten ziemlich Pech mit dem Wetter. Es hat extrem stark geregnet, gewindet und wir waren dann in so einer Wolkenschwade, sodass wir auch kaum Aussicht hatten. Aber wenn der Regen aufhört, hat man eine wunderschöne Aussicht runter auch auf den Strand von Unstadt und das blende ich euch jetzt gleich nochmal ein. Wir haben dann einfach gestern Abend uns das gemütlich gemacht und einfach noch was zu Abendessen gemacht und ein bisschen Serien geschaut. Heute Morgen hat der Regen zum Glück aufgehört und jetzt sind wir zum Haugland Beach gefahren. Den schauen wir uns jetzt an. Das ist ein weißer Sandstrand und der sah jetzt eben schon beim Vorbeifahren wirklich toll aus mit dem türkisen Wasser. Da werden wir jetzt mal kurz hinlaufen. Dann gebe ich euch jetzt einen kurzen Überblick über unsere heutige Route, die wir über die Lofoten fahren. Wir starten in Unstadt bei unserem Stellplatz und fahren zum Hauglandstrand als ersten Stopp. Anschließend geht es für uns zur Glashütte in Vikten, bevor wir dann Nussfjord erkunden und schließlich unser Tag mit Hamnøy, Sakrisøy und dann in Rheine beenden, wo wir dann einen schönen Stellplatz mit Blick auf Rheine ergattern. Bei regnerischem oder windigem Wetter entscheiden wir uns momentan immer noch dann unten zu schlafen und nicht im Aufstelldach. Gestern war es auch wirklich extrem heftig vom Regen. Ich glaube, es hätte nicht so viel Freude gemacht, dann oben zu schlafen und es war dann auch recht kühl nachts. Aber die meiste Zeit haben wir tatsächlich doch jetzt auch schon oben im Aufstelldach geschlafen, weil es wirklich einfach sehr angenehm und sehr schön ist dort. Wenn man gern direkt am Strand, wie jetzt hier am Hauglandstrand, stehen möchte über Nacht, dann muss man sich darauf einstellen, dass man dafür eine gewisse Gebühr zahlen muss. Das war auch an den weiteren Stränden, die darauf folgen, der Fall. Da hat man dann gar keine Infrastruktur, also jetzt nicht irgendwie einen Campingplatz, sondern es ist einfach halt, man bezahlt Geld dafür, dass man dort stehen darf. Und das sollte man sich einfach überlegen. Ansonsten gibt es auch viele Naturstellplätze oder Campingplätze in der Umgebung. Das ist eigentlich alles kein Problem. Aber wer an den beliebten weißen Surferstränden stehen möchte, der muss dafür ein bisschen Geld zahlen. Got the white knuckles holding on a tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come, come, come alive. Natürlich gibt's ja auch ein paar ganz einzelne Stellplätze am Straßenrand, die sind aber auch selbst bei schlechtem Wetter alle belegt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen schwierig, hier dann was Kostenpreis zu finden. Der Strand ist jetzt gerade komplett leer, auch wahrscheinlich wegen des Wetters. Ein bisschen frisch ist es ja auch gerade. Was ich noch sagen wollte zu den Straßen hier auf den Lofoten, die sind sehr gut ausgebaut, aber sehr eng. Ich weiß nicht, ob man es auch hier sieht. Also quasi teilweise so einspurig, man muss wirklich einmal ausweichen. Und manchmal kommen einem auch Reisebusse entgegen. Dann muss man auch gucken, dass man da irgendwie rumrangiert. Also insofern sind wir auch froh, dass wir diesmal nur mit einem 540er unterwegs sind. Untie your
dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts, there's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fighting for air. Breathe in, breathe out. Hey, come, come, come alive. Breathe in, breathe out. Wir sind jetzt zur Glashütte gefahren und das Besondere hier ist, dass auf den Lofoten die Gebirgsketten zum großen Teil aus Granit und Mangelried bestehen und es gibt hier eine Quarzader und aus dieser Quarzader wird auch das Glas hergestellt. Da kann man im Herstellungsprozess mal mit dabei sein und das ist ganz interessant. Und ansonsten ist hier ein Café und man kann eben auch Vasen kaufen. Ist wirklich sehr schön gemacht und lohnt sich hier mal vorbeizukommen. Wir sind jetzt weitergefahren und sind jetzt im Ort Nussfjord angekommen. Das ist auch ein sehr kleines, schönes, altes Dorf mit vielen roten Holzhütten direkt am Wasser. Das schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Wenn man geparkt hat und dann ein paar Meter gelaufen ist, kommt man zu einem Ticketschalter. Da kann man dann für 10 Euro pro Person Tickets kaufen, um sich dann hier die Altstadt anzugucken. Mit dem Ticket kann man dann nicht nur die schönen roten Häuschen hier alle anschauen, sondern man kann dann eben auch Werkstätten angucken. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Raum, wo es um die Fischerei geht und man kann die ganzen alten Utensilien hier anschauen und darüber lesen. Thank you.
Also Nick und ich sind uns einig, dass wir zwar die Häuschen hier im Ort schön finden und cool, wie die hier direkt am Wasser in den Bergen liegen, aber dafür, dass man Eintritt zahlt und quasi so eine Art Freilichtmuseum hat, ist einfach alles sehr künstlich, komplett nur für Touristen ausgelegt. Alle Häuser, die hier stehen, sind Häuser, die vermietet werden. Also es ist eher so eine Art Feriendorf mit ein paar Museenhäusern. Und ja, uns persönlich gefällt es jetzt nicht so gut dadurch, weil die Atmosphäre einfach sehr gekünstelt ist. Trotzdem sind wir froh, dass wir es gesehen haben. Die Frage ist halt nur, ob sich jetzt 10 Euro pro Person Eintritt lohnen dafür, dass es wirklich so eine richtige Touri-Attraktion ist und es überhaupt nicht ein schönes, altes, bewohntes Dorf in dem Sinne ist, sondern halt alles sehr gestellt. Muss man dann für sich entscheiden. Den Blick auf diese roten Häuschen hat man übrigens auch ohne Geld zu zahlen. Das liegt noch vor dem Kassenhäuschen. Wer hier einen Blick erhaschen will und sich die 10 Euro sparen will, kann also trotzdem hierher fahren. Ursprünglich war unser Plan, jetzt zum bekannten Qualvika Beach die Wanderung zu machen. Allerdings machen uns die vielen Touristen dabei einen Strich durch die Rechnung. Am Straßenrand zum Qualvika Beach ist wirklich alles vollgeparkt. Auch so weit weg, dass man die Strecke nicht mehr hätte dorthin laufen können, dass es sich gelohnt hätte. Insofern, wir sind 2-3 Mal hin und her gefahren und haben gehofft, dass ein Auto rausfährt. Aber wir hatten keine Chance und insofern mussten wir leider die Wanderung verwerfen, was super schade ist, aber man kommt bestimmt wieder hierher und hat noch einmal die Chance, die Wanderung zu machen. Wir machen uns jetzt weiter auf den Weg Richtung Rheine und schauen uns dabei Hamm Neu und Saarkirchsee an. So, eigentlich wollten wir nach Nussfjord zum Qualvika Beach und die Wanderung dorthin machen. Darauf hatten wir uns schon sehr gefreut und es war eigentlich was wir unbedingt machen wollten. Aber wir sind ein paar Mal die Straße runtergefahren, haben zwischendrin nochmal Pause gemacht, sind die Straße nochmal gefahren. Alle Parkplätze waren einfach die ganze Zeit belegt. Es wäre keinerlei Möglichkeit gewesen, dort irgendwo zu parken und die Wanderung zu machen. Es ist jetzt auch schon 17 Uhr. Und jetzt haben wir uns gegen die Wanderung entschieden. Jetzt sind wir am Ort Hamm Neu angekommen. Auch dieser ist, wie Nussfjord, ehrlich gesagt überraschenderweise, ein kompletter Ferienort, voll mit Ferienhäusern. Aber die Aussicht ist trotzdem so schön wie auf den Fotos und deswegen zeigen wir euch das jetzt mal. Wir sind, nachdem wir jetzt in Hamm Neu waren und noch in einem Ort weiter, bis nach Rheine noch gefahren. Das ist ja direkt nebenan. Und hier haben wir nochmal einen richtig guten Stellplatz gefunden mit Blick auf Rheine. Und hier werden wir auch die Nacht verbringen. Wir haben uns jetzt entschieden, nach nochmal langer Recherche, dass wir den Rheine-Pringen-Wanderweg weglassen werden.
Da gehen ziemlich steil, einfach nur über 1600 Stufen, glaube ich, hoch. Und es wird ganz klar empfohlen für Leute, die Probleme mit ihrem Bein haben, also mit dem Knie, wie es bei Nico eben ist, wird ganz klar davon abgeraten, die Wanderung zu machen. Wir haben zwar seine Kniestütze mit, aber das ist einfach zu heftig. Außerdem haben wir beide Höhenangst und auch da heißt es immer wieder, dass Leute mit Höhenangst echt Probleme kriegen bei dem Weg, gerade wenn es runtergeht, die vielen Stufen. Und ja, das müssen wir uns auch einfach jetzt nicht antun. Wir glauben, dass der Ausblick traumhaft schön sein muss, aber es ist auch schön hier unten und ja, es ist uns eigentlich wichtig, dass wir Dinge tun, auf die wir viel Lust haben und die wir uns zutrauen, und wenn wir uns den Wanderweg einfach nicht zutrauen, dann macht das ja keinen Sinn. Genau, deswegen genießen wir jetzt aber hier noch den Abend hier in Rheine und mit dem schönen Stellplatz und hier gerade fantastischen Sonnenuntergang. Ist wirklich ein absoluter Traum. Das zeigen wir euch jetzt auch nochmal. Ja, und morgen schauen wir dann, wie es weitergeht. Wir wollen nochmal Zimtschnecken kaufen. Und ja, wir wissen noch nicht, ob wir mit der Fähre dann nach Bordeaux rübersetzen oder ob wir nochmal die Lofoten nordöstlich hochfahren und über den Landweg fahren. Das entscheiden wir tatsächlich ganz spontan morgen, je nachdem, ob noch Platz auf der Fähre ist oder nicht.